gerade angekommen. Ich zeig euch mal kurz, was da drin ist. So. Also einmal Capri-Sonne, Kirsch- und Granatapfel, Cherry Pomegranate. Und das schmeckt richtig gut. Das habe ich schon mal getrunken. Dann haben wir hier einmal Capri-Sonne Mango Maracuja. Dann haben wir hier ein Mojito alkoholfrei. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Dann haben wir hier Krombacher Weizen, auch alkoholfrei. Voll viele Getränke, ne? Gemüsebrühe. Okay, von welcher Marke ist das? Escoffier. Very high. Sorry. Einmal das Nussmagazin, wie in jeder Box. Dann immer von Nipolino Knusperpralinen. Die sehen lecker aus. Dann Honig-Anis-Fenchel. Hustenbonbons frisch und würzig. Die Box gefällt mir auf jeden Fall. Dann Softcake. Oh, der liebt die. Und das ist gefüllt mit heimischen Früchten. Ah, mit Birnen. Das ist neu. Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir hier, glaube ich, einen Tee. Genau. Ingwer-Apfel auch neu von Milford. Und das ist das letzte. Was ist das denn? Das ist was Flüssiges. Barbecue-Kraut bei Mildesser. Würzig, rauchig und pikant. Ideal für Burgersteak und Curry. Okay, da bin ich echt gespannt. Ja, das war die Brown Nose Box und ich finde, dieses Mal habe ich es echt getoppt. Also die Box gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, ihr Lieben, jetzt seht ihr mich auch endlich. Oh, lass das. Wir waren kurz mit Lina bei der Apotheke. Lina hat sich hier wund gerissen, sozusagen. Sagt man das so? Sie hat sich die ganze Zeit gekratzt. Ich habe es gar nicht gemerkt. Also, wir haben schon gesehen, dass sie sich die ganze Zeit kratzt, aber dass es blutet, damit haben wir nicht gerechnet. Ja, ich war jetzt bei der Apotheke. Weil das sieht sehr, sehr schlimm aus. Moment. So, ich gebe dir jetzt einen Löffel, dann kannst du das selber essen, ja? Bitteschön. Genau, und weil das so wund ist, hat der... Also ich habe erstmal bei Edeka hier von Penaten so eine Creme gekauft. Da Lina in ihrer Babyzeit nicht so einen wunden Po und so hatte, habe ich halt die ganzen Cremes weggeschmissen, weil die schon abgelaufen waren. Und ja, ich benutze eigentlich nur Puder, wenn ich merke, sie hat was. Auf jeden Fall hat der Arzt, wollte ich die ganze Zeit sagen, auf jeden Fall hat der Mann bei der Apotheke gesagt, dass das sehr gut sein soll. Das ist so eine Wundheilcreme. Und ja, das meinte er, soll ich, bevor sie schlafen geht, einmal ein bisschen drauf tun, damit die Bakterien absterben, falls da Bakterien sind. Ich denke schon, weil ne, ihre Hände sind ja ab und zu auch mal schmutzig, vor allem wenn sie mit Knete spielt. Ja. Ja, auf jeden Fall bringe ich sie jetzt gleich duschen. Dann waren wir noch bei Norma, da habe ich ihr diese 5 Fruchtcocktail Classics Klassik geholt. Das hat sie bei meiner Mama gegessen letztens. Das hat ihr sehr, sehr gut geschmeckt. Also, wenn ihr eurem Kind mal eine Abwechslung machen wollt, nicht immer Joghurt, das schmeckt sehr gut. Dann habe ich für Audit Kaffee geholt. Kaffee Creme Classico. Ja, noch was. Dann habe ich Mentos geholt. Einmal. Und Lina hat Traubenzucker bekommen. Ja, weil sie hat geweint bei der Apotheke, weil ich ihr Oberarm ein bisschen frei gemacht habe und sie dachte, wir sind beim Arzt und sie kriegt natürlich wieder eine Spritze. Ich bin mal gespannt, wie die U6 wird mit ihr, weil sie so ein Schisser geworden ist einfach. Oh, warum riecht dieses Karton so komisch? Ja, auf jeden Fall habe ich die Adventskalender bestellt, die müssten jetzt bald da sein.
Ich habe zwei Stück bestellt. Einmal die Marke, die ich liebe, und einmal was für Lina, was auch perfekt für sie ist. Nicht irgendwas, was nach Wochen verschwunden geht und was sie sowieso nicht benutzen wird. Ich finde das perfekt für Lina. Ja, das müsste jetzt die Tage ankommen. Übrigens sind wir momentan auf der Suche nach einem Auto, weil unser Auto langsam den Geist aufgibt und es sich nicht mehr lohnt, für unser Auto, also da Geld reinzustecken. Ja, jetzt holen wir uns nochmal so ein kleines Auto. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel ausgeben, wozu, weil wir müssen jetzt eh erstmal für eine neue Wohnung sparen. Ja, das war's auch. Ich habe gerade gelesen, dass man diese Gemüsebrühe trinken kann, aber never ever. Hör auf jetzt an, Mädchen. Hadi, geh dein Essen. Essen. Ey, was machst du? Gib mal Manier, da? Gib mal mich Schnee. Schmeckt dir das nicht? Dann bring mir das. Geh's rum, Baba. Geh's rum, Baba. Hadi. Ja, auf jeden Fall bring ich die. Ist das auf den Boden gefallen? Sehr schön. Egal, ich mache es sauber. So, warte. Was? Wo sind denn deine Feuchttücher, Anitje? Ja, warte kurz. Ja, ich brauche deine Feuchttücher. Oh, Anni! Ja. Lina, aber nicht ja kein Feuchttuch lernen, ne? Hm? Ja, ich muss. Das muss erstmal da bleiben, weil ich muss ein Video dazu drehen. Sie will schon ihre neuen Klamotten anziehen. Ja, warte kurz. Hä? Wo sind deine Feuchttücher? Übrigens muss ich noch zwei Pakete wegbringen von H&M. Das andere ist gestern angekommen. Und ich war noch nie so enttäuscht. Diesmal werde ich die aber wegschicken und nicht abgeben. Weil ich kriege da nur einen Gutschein. Und was soll ich mit einem Gutschein? Ich finde auch, H&M hat momentan immer nur dieselben Sachen. Und ja. Ah, Lina, Lina, Lina. Ah, Anne. Ja, du hast es auf den Boden fallen lassen, ne? Oh, Anne. Ja, kannst du die Kamera kurz festhalten? Ja, das gefällt dir, ne? Ja, tut. Erzähl mal von deinem Arm. Aua, Rosemde. Aua. Aua, du gehst dir den mit. Oder gehst du dir den mit, Aua? Ja? Nein? Okay. Wenn du das nicht möchtest, dann zeige ich es nicht. Willst du das hinstellen? So. Jo. Ach so, du willst das so wie ich machen, ne? Jo, jo. Gekocht? Mama, wie habt ihr? Hat das lecker geschmeckt? Ja. Wohin gehst du? Du willst die Kamera mitnehmen, ne? Die Kamera geht jetzt eh aus. Ich habe nur noch 2%. Wir müssen jetzt gleich mal aufladen. Übrigens schlafe ich morgen mit meiner Mama. Ja, einfach so eigentlich. Sonntag sind wir eh da. Aber bevor wir zu Mama gehen, wollten wir auf die Kirmes. Deswegen muss ich gleich die Kamera aufladen. Ja. So, so, so. Langsam, langsam. Langsam. Hat die Gelb die Kamera? Ja, bye bye, ja? Warte, du musst erstmal bye sagen. Du kannst doch nicht einfach ausmachen. Bye! Sag, wenn bitte bitte abjam. Okay, 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 okay. Guten Morgen, ihr Lieben. Schaut mal, mein zweites Paket ist da von Shape Babe. Diesmal mit der Geschmacksrichtung
Schokolade. Ich bin schon gespannt, wie das schmeckt. Ich habe dran gerochen, das riecht sehr, sehr gut. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde jetzt nochmal von neu anfangen mit der Detox-Kur und werde auf jeden Fall berichten. Jetzt bereite ich erstmal den Shake zu und dann sage ich euch, wie der schmeckt. Also riechen tut er auf jeden Fall gut. You close, but you know my mind is torn up. I never thought it'd be like this. We're like a broken record, 'cause we always mess it up, even though we. So ihr Lieben, ihr wisst, bei Detox-Phase muss ich jetzt morgens, mittags und abends diesen Shake World trinken. Natürlich esse ich zwischendurch auch Obst. Dann nehme ich 2 Sättigungskapseln und 1 Stoffwechselkapsel. Also hier seht ihr das auch. Jeweils 2-mal täglich, also morgens, mittags und abends 2. Und bei den Stoffwechselkapseln nur morgens 1 und mittags 1. Ja, damit fangen wir jetzt an und ich bin schon gespannt. Übrigens muss ich eigentlich meine Haare waschen, habe ich aber nicht gemacht. Ich wollte nämlich heute zum Friseur, wenn alles klappt, und meine Haare färben lassen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich weiß, viele haben immer Probleme mit diesen Tabletten, die runterzuschlucken. Aber ich empfehle immer eins nach dem anderen, also nicht eins auf einmal. Lina, ja, mal. Bad Papa und die Television. Bitte, Bad. Jetzt immer eins nach dem anderen. So, den Shake lasse ich jetzt erstmal 5 Minuten stehen, damit sich das schön verbindet und ja, man sieht schon, das schäumt so ein bisschen. Ja, und dann trinken wir den zusammen. Genau, das packe ich jetzt weg. Ob ich mich gemessen habe? Nein. Ich habe Angst davor. Ich will nicht wissen, nee, ich messe mich nicht. Aber ich ziehe es diesmal durch, wirklich. Nur das Problem ist, ich muss wirklich den Shake einpacken gleich. Also nicht komplett, ich packe es in der Tüte ein, damit ich es auch bei meiner Mama nehme. Weil ich schlafe ja heute da und ich muss das wirklich durchziehen, obwohl sie heute voll lecker kocht. Naja, man kann es nicht ändern. So, Lina hat gerade ein Paket bekommen. Willst du es auch machen? Hat der Atsch? Nein, sie soll das selber aufmachen. Wow! Oh, ein Riesenüberraschungsei! Wow! Oh, guck mal, so viele Süßigkeiten sind da drin. Wow! Gefällt dir das? Ja! Was ist denn hier noch drin? Hier ist ein Kärtchen. Von Design. Punkt gibt's unten Strich. Dankeschön. Gefällt's dir, Lina? Ja? Du darfst jetzt nicht alles auf einmal essen, ne? Guck mal, hier ist sogar Marsha drauf. Hast du schon Marsha gesehen? Guck mal, Marsha. Oh. Total schön. Dankeschön. Oh, so süß. Wow, ne? Alles auf einmal annehmen. So, tu das wieder rein. Elende Knie. Nicht alles auf einmal in deinen Mund. Gehörig süß.
Ups. So, das darfst du jetzt essen? Nein, jeden Tag darfst du eins, okay? Das kannst du mit zu Anane nehmen, ja? Okay? Ja, das zeigen wir auch Anane. Willst du einmal einen Kuss geben? Dankeschön, Äppelkanne. Dankeschön. Ja, das gehört dir. Schön, ne? So, wir sind jetzt beim Friseur. Und da wird meine Farbe rausgesucht. Und ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Lasst euch mal überraschen, wie ich meine Haare färben lasse. Und Hakan ist auch bei mir. Hi. So, ihr Lieben, wir waren. Achso, ich war gestern beim Friseur. Die Haare sehen jetzt so aus: dunkler, rot. Im Licht sieht man das jetzt etwas besser. Sonst sehen die braun aus. Arschkalt, ja. Ja, wir fahren jetzt nach Hause und holen Shisha ab. Holen die ab. Nur an Shisha denken, Alter. Genau. Was geht bei euch ab? Was macht denn da? Voll das scheiß Wetter. Es wird langsam kalt. Schatz, die Kamera hält nicht mehr. Aber eigentlich hält sie. Ich weiß nicht, was sie heute hat. Jetzt fliegt zu mir. Wir wollen Montag Adventskalender kaufen gehen bei Real. Die für 11,99. Die gibt es einmal für Männer und einmal für Frauen. Ich bin mal gespannt, wie der ist. Aber der meinte letztens noch, gibt es keinen für Männer. Ne? Immer für Frauen. Das ist so unnötig, ja. Das ist unnötig, aber die Leute interessiert, was da drin ist. Ich würde auch vorher gucken, ob sich das lohnt oder nicht lohnt und dann kaufen. Das kauft man ja doch für Kinder oder nicht? Nein, für Frauen und für Männer. Warum sollte das für mein Kind holen? Ja, keine Ahnung. Für Lina haben wir auch eins bestellt und... Muss man jeden Tag nur ein Dings aufmachen, oder? Ciao. Aber ich bastel für Lina ein. Also ich tue die Sachen rein, was in diesem Sauber-Kalender drin war. Ich denke mal, ich werde jeden Tag so eins hochladen. Damit das schnell. Stell dir vor, du fällst von da runter, ja. Im Kölner Dom. Alter, du wirst siebenmal sterben, bist du. Alter, wenn du jeden Tag die Treppen hoch und runter läufst, einmal nimmst du 10 Kilo ab in einer Woche, glaub mir. Wie viele Treppen sind das? Irgendwas mit 800, noch was. Echt? Ja. Mehr. Boah. Mehr bestimmt. Ja, zu dem Abnehmen-Shake. Ich werde das jetzt regelmäßig nehmen. Also ehrlich gesagt, ich habe das jetzt gestern genommen, aber bei meiner Mutter nicht mehr. Ihr Frauen, warum habt ihr diese Krankheit? Abnehmen, abnehmen, abnehmen. Ja, ich muss auf jeden Fall abnehmen. Und ja. Meine Mutter hat mir das, die meinte neben mir, nimmst du nicht ab. Und ich habe mir auch einen scheiß Tag ausgesucht. Mamas kochen ja immer lecker. Ja, also ab Montag. Hakan meinte auch, der hat Süßigkeiten gekauft gestern. Sagt er, warum fängst du mitten in der Woche an? Aber ich habe keine Süßigkeiten gegessen. Das ist schon mal gut. Hat man gesehen vor 2 Tagen bei Lidl, ne? Wallah, ich habe das immer noch nicht gegessen. Ich habe Schokoladen mit Nüssen gekauft. Diese Nussknacker. Nussknacker. Aber ich habe nicht mal eins gegessen. Deine Pistazien sind auch noch zu Hause, ne? Hast du immer noch nicht gegessen. Ups. Die Scheiße ist so teuer, ne? Ich schwöre. Du willst einfach nicht essen. Tut dir im Herzen weh. Wallah, ja. 400 Gramm, 4 Euro. 100 oder 200? Keine Ahnung. Ich glaube 200. Das sind 20 Stück. Ja.
Also wenn du einen Film guckst, dann innerhalb einer Minute ist weg. Vor allem bei 4 Euro ist weg. Obwohl auch der lutscht immer eine Stunde an so einem, Ding dran. Ich will sie genießen, so weißt du. Weißt du? Du weißt du? Essen genießt du nie. Essen bleibt rum. Kann ich runterschlucken. Genau. Wir müssen auch nächste Woche oder übernächste Woche zur Untersuchung mit Nina. Wird langsam Zeit. Sie hat total Angst vor dem Kinderarzt. Weil die letzte diese 2 Spritze auf einmal bekommen hat. Oh, das hat nicht wehgetan. Und einen Tag später die Ohrlöcher. Die Arme. Das Kälte, Gnade, Alter. Schatz, ich habe auch meine Ohrlöcher mit 6 Monaten bekommen. Ich lebe trotzdem. Trotzdem, und du ich weißt, bin mir dass sicher, Nina, genau. Und wenn Nina 3-4 Jahre alt ist, will sie Ohrlöcher haben. Ich bin mir sicher, weil Nina ist so ein richtiges Mädchen. Gestern nimmt sie die Ohrringe von meiner Mutter. Steckt sie das in ihr Ohr rein, in ihr Ohrdingens, hier. Egal was du machst, die macht nach. Ich schwöre. Ich habe gestern einen Bericht geguckt auf YouTube, ne? Wenn du deinem Kind ein Buch vorlesen willst, aber das Kind will kein Buch lesen, dann ist das nicht die Schuld vom Kind, sondern von uns. Oh. Weil wir die ganze Zeit am Handy hängen und selber nie Bücher lesen. Warum soll das Kind ein Buch lesen? Weißt du, wie ich meine? Auch wenn du nur 10 Minuten rumblätterst und eine Kindergeschichte so liest. Ich habe bis 8. Klasse nicht mal Bücher zu Hause gehabt. Doch, ich habe früher wirklich sehr viel gelesen. Jeden Tag in der Schule gelesen. Boah, ich war so aber schlecht. Aber mittlerweile hängt jeder am Handy, ist einfach so. Also auch wenn ihr rumsitzt und in einem Buch rumblättert und das Kind sieht das. Also auch wenn der so tut, als ob er das nicht sehen will, der sieht das. Deswegen müssen wir Eltern das auch machen und ein Vorbild für unsere Kinder sein. Ah. Doch, Schatz, das muss man machen. Schatz, wenn ich Bücher lese, ne, ich krieg Kopfschmerzen, glaubst du? So du hier tut weh. Du kriegst bei allem Kopfschmerzen. Ja, aber bei Büchern am meisten. Damals, wo er seinen Führerschein gemacht hat, hat er 10 Minuten, nicht mal 10 Minuten, mit diesen Blättern gelernt. Oh Mann. Der hat 3 Kopfschmerzen bekommen. Der hat nicht mal eine Seite geschafft und trägt nur den Kopf. Ich hasse Lesen, ich weiß nicht. Aber im Internet kannst du lesen, ne, vom Handy. Das ist was anderes, da sind wichtige Sachen drin, weißt du. Und warum hast du kurdische Bücher bestellt aus dem Irak? Eigentlich für Lina, aber kennst du doch, sobald Lina dieses Foto sieht, will direkt nehmen und am Arsch machen. Boah, auf dieser Bild sieht die so süß aus mit dieser Eierüberraschung. Eierüberraschungseile. Hast du das Bild? Hast du das Bild? Mhm. Lina war so überrascht von dem Überraschungsei. Echt, das hat ihr so gefallen. Und ich weiß nicht, wie das geschafft hat. Ich habe ihr nur die Smarties gegeben und dann gucke ich. Die war noch im Kinderriegel am Essen. Die ist so schlimm. Ich weiß nicht, in welcher Zwischenzeit sie das genommen hat. Bestimmt, wo ich am Filmen war oder so. Das war dieses Foto hier. Auf Bernhof. Ja. 4 Minuten. Wir sind in so 3 Minuten da. Wanna hold you close, but